Spannende Idee. Ich bin selber eher skeptisch, weil ich glaube, entweder ist es so hoch, dass man es sich nicht leisten kann, also der Staat, oder es ist so niedrig, dass es dann gleich bei der Sozialhilfe landet. Aber warum nicht mal ausprobieren? Ich bin skeptisch beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich bin für ein Steuer- und Transfersystem aus einem Guss, also kein Hartz IV mehr, sondern das läuft alles übers Finanzamt. Verdienst du wenig, gibt dir das Finanzamt dir etwas, ohne Anträge zu stellen. Verdienst du mehr, zahlst du etwas an das Finanzamt, also Steuern. Bedingungslos sollte das aber nicht sein, weil ich finde, dass man immer eine Gegenleistung für Solidarität erbringen muss. Entweder bemüht man sich um Arbeit oder man bemüht sich darum, sich zu qualifizieren. Alles andere wirkt auf mich wie eine Stilllegungsprämie, gerade gegenüber den Menschen, die vielleicht ein bisschen Anlauf brauchen, um dann in eine qualifizierte Beschäftigung zu kommen. Ich halte das für nicht machbar. Ich persönlich finde das bedingungslose Grundeinkommen eine charmante Idee, weil es eben daran anknüpft, dass jeder Mensch als Mensch es wert ist, gefördert zu werden. Aber es hat eben einige Pferdefüße. Das eine ist, mit der Gießkanne Geld zu verteilen, heißt halt immer, man gibt es welchen, die es nicht nötig haben und es fehlt dann an anderer Stelle. Das zweite ist, dass für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Arbeit mehr ist als nur Geld verdienen. Und die Gefahr besteht, dass man eben mit so einer pauschalen Geldzahlung Leute auch, ich will nicht sagen ruhig stellt, aber eben nicht mehr den Fokus darauf hat, diese Menschen auch wirklich in Arbeit zu bringen. Das ist ein wichtiger Fokus. Das ist ein interessantes Thema. Wir haben Bedenken, weil wir sagen, Einkommen und Leistung haben etwas miteinander zu tun, und das bedingungslose Grundeinkommen hat ja mit Leistung nichts zu tun. Also da sind wir sehr kritisch bei der Frage. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine der spannendsten Diskussionen. Auch in der Linken wird es debattiert. Wir haben große Befürworter. Diese Debatte muss weiter geführt werden. Wir haben prominente Vertreter, die dafür eintreten. Aber es gibt keine Entscheidung, dass wir das zu einem zentralen Thema machen.